No. Hallo, es geht weiter mit Let's Play Tomb Raider 2. Lara hat eben schon wieder No gesagt. Warum? Das erste, was sie von sich gibt, ist ein No. Da sage ich nur eins dazu: Egoismus. So, wir nehmen die M16. Die ist nämlich schön stark. Und warten, was auf uns zukommt. Der ist ja cool, verreckt hier nicht. Oah! Da ist so ein Flammenwerfer-Typi gewesen. Ihr seht mal, man fackelt an und wenn man kein Wasser in der Nähe hat, ist man ganz schnell tot. Das ist das Dumme an diesem Typen. So, den knall ich jetzt ganz schnell ab, bevor der mich abknallt, weil ich keine Chance gegen ihn habe. So, ich schwimme jetzt wieder auf die andere Seite und gucke, ob die mir was hinterlassen haben. Obwohl ich kann eigentlich schon ausschließen, dass der Feuerwerfer mir was hinterlassen hat, weil die Falle hinterlassen ja nichts, was ist denn heute los? Aber der hat mir ein kleines Medipack hinterlassen. Fein. So, fällt euch was auf? Guckt euch mal diese Elektronik hier an. Und diese hier. Seht ihr einen Unterschied? Ja. Was ist denn da? Die Tür öffnet sich. Wow. Und da ist ein Schalter drin, der uns den Weg zu einem Secret öffnet, der hier im Wasser ist, und zwar der Jadedrache. Den nehmen wir jetzt mit. Ja. Heb ihn auf, danke. Und ich glaube, dass hier noch Taucher kommen. Und deswegen, ich habe hier Harpunenpfeile gesehen, die nehme ich mit. Die nehme ich mit, habe ich gesagt. Danke. Und schau mal, wie weit ich mit der Harpune unter Wasser komme. Wie gesagt, ich bin nicht der beste Unterwasserkämpfer. Hoffentlich kommen die jetzt auch. Ja, ich höre sie schon atmen. Jetzt müssen sie immer nachladen. Das ist immer das Doofe an der Harpune. Du musst immer so viel nachladen. Und jetzt habe ich schon keine Schuss mehr. Aber ich glaube, in den 6 Schuss hätte ich die auch gar nicht töten können. Ich weiß nicht, ob die 4 Schüsse brauchen oder so. Ich nehme jetzt auf jeden Fall die Automatik einfach mal und setze dem noch Lebensende, wo ist er hin? Aha. So, verrecke. Wunderbar. Ich nehme auch gleich ein großes Medipack. 4 Stück reicht. So, dann haben wir volles Leben und ich speichere das Ganze mal ab. So, wir haben 2 Taucher umgebracht. Ihr könnt stolz drauf. So, schwimmen wir durch diesen Tunnel hier durch. An der einen Leiche vorbei, die nicht ganz oben treibt, die mitten im Wasser aufgehört hat zu treiben, weil das ja physikalisch so richtig logisch ist. Wieder mal. Nein, ist ja sonst nicht so. Hier geht's tief runter. Ich glaube, da ist aber nichts. Ich demonstriere es euch einfach nochmal. Das ist einfach nur ein U-Boot, aber mehr ist hier nicht zu sehen. So, da ist nichts. Deswegen schwimme ich wieder hoch. Und jetzt könnt ihr euch auch beantworten, warum das die Tiefe ist. Weil sie tief runter geht. Das war jetzt wieder mal logisch. So. Und hier können wir rausklettern. Und hier muss ich jetzt aufpassen, weil das richtig fies ist an der Stelle. Nehmen wir das M16. Und zwar sind da Gegner. Und wenn man die abschießt, werden die jetzt hingezielt. Naja. Also wenn man die abschießt und die sind gerade auf einer Rampe und hinterlassen uns da was, können wir das nicht mehr aufheben. Weil die können auf den Rampen laufen im Gegensatz zu uns. Und dann hinterlassen die uns zum Beispiel Medipack auf der Rampe, wir rutschen ab und können es nicht aufheben. Ist mir an der Stelle hier schon häufiger passiert, deswegen habe ich jetzt drauf aufgepasst. So, hier oben ist ein Schalter, den wir jetzt drücken werden. Genau, schön gemacht, Lara. Und da hat sich eine Tür geöffnet. Ich höre schon wieder Atem. Ich hoffe nicht, dass das die Typen von da drüben sind. Das würde man hier nicht hören. Da ist ein Taucher. Und ich nehme jetzt auch wieder die Uzis. Und ich höre Schritte. Hört ihr die auch? Das sind die Gegner von drüben, die, wenn man hinter dem Tunnel durchgetaucht ist, dann hinten aus der Tür rauskam. Die hört man hier schnaufen und laufen. Na gut, wenn sie meinen. Was ich sagen wollte, jetzt hier irgendwelche Angestellte oder Gegner, die müssen hier hochspringen, sich hier hochziehen, um den Schalter zu drücken. Ganz ehrlich.
Es kann doch nur die Lara. Es kann doch kein Mensch so hoch springen, sich da hochziehen. Aber naja. Wahrscheinlich ist der Schalter extra für die Lara gemacht. So. Schwimmen wir mal zu unseren Freunden, die wir schon laufen und schnaufen hören. Was ich wieder mal sehr logisch finde. So. Sind wirklich meine Freunde, wenn die mir was hinterlassen. Dann mag ich sie. Deswegen hasse ich diese Flammenwerfer so sehr. Weil die einem einfach nichts hinterlassen. So. Der ist tot. Und der auch. Das ist immer gut, wenn man das Spiel gut kennt. Dann weiß man, wo die Gegner kommen und wann sie kommen. Und da kann man sich gut drauf vorbereiten. Am Anfang zumindest. Irgendwann kenne ich mich auch nicht mehr so gut aus. Aha. Ich habe das Spiel zwar schon öfter durchgespielt, aber so richtig genau weiß ich natürlich auch nicht, wann jeder Gegner kommt und so. Naja. Was gibt es hier drin zu entdecken? Ein Schalter. Ist hier noch was? Eine Tür. Die öffnet sich bestimmt. Oh nee. Das Ding hat sich verschoben. Man hat es nur nicht gesehen. Aber es hat sich wirklich verschoben. Und deswegen können wir jetzt darüber. Weil sich das Ding da verschoben hat, ist das nicht praktisch. So. Hier müssen wir aufpassen, weil die hier so eine Säge hin programmiert haben. Eine Kreissäge oder was das ist. Da haben sie eine Karte drunter gelegt. Falls Lara die aufhebt, wird sie sterben dran. Kann ich euch ja mal demonstrieren. Ich habe Lara heute noch nicht sterben gesehen. Deswegen hole ich das jetzt nach. Es hat sich so angehört, als wäre die jetzt aus, die Säge. Hört sich ja witzig an. Naja, ich habe ja gespeichert. Auf jeden Fall müssen wir hier wieder so einen Chip einsetzen, dass das Ding ausgeht und wir an die Karte rankommen. So, ich habe die Hintergrundgeräusche gerade wieder geladen. So, und ich drücke den Schalter. Und oben, wo der Helikopter war, ist das, glaube ich, genau. Da hat sich jetzt wieder was verändert, und zwar ist da irgendwie der Boden weggegangen. Wahrscheinlich nach oben oder so. Und da können wir jetzt hin. Schon wieder der Krach von den Hintergrundgeräuschen. Finde ich in dem Level hier ganz schlimm. Auch in der Tiefe schon. Ich glaube, es kommen wieder Gegner. Jawohl. So. Schrotmunition. Dankeschön. Also die sind echt richtig laut hier. Das wird aber auch wieder besser. Wenn ich hier aus diesen ganzen Tiefe und Bohrturm und den ganzen Leveln hier raus bin, ist das wieder besser. So. Oh, ein Gegner. So. Uzi-Munition. Vielen Dank. So, und jetzt sind wir wieder hier. Da haben wir die M16 gefunden. Und das hat sich jetzt geöffnet hier. Da können wir jetzt reingehen. Ich speichere. So. Von der anderen Stelle. Weil jetzt kommt, glaube ich, wieder so ein gemeiner Flammenwerfer. Deswegen nehme ich jetzt auch eine stärkere Waffe. Wo ist dieser Assi? Ich weiß, dass der da ist. Hier. Ich will mich nicht schon wieder abrennen lassen. Und der hat den Chip verloren. Wetten, es heißt nicht Chip. Weil ich habe ja keine Ahnung. Ich habe es jetzt immer falsch geraten. Und ich weiß jetzt auch, ich habe mich informiert. Das war kein Relays und kein Relays. Das ist ein Relais. Habe ich in einem anderen Let's Play gehört. Okay, da. Wir waren die ganze Zeit draußen gewesen. Da haben wir als diese Türen gesehen. Wir sind jetzt einfach nur hier drin. Hier müssen wir dann die rote Karte einsetzen. Also es ist ein Hin- und Hergerennen hier in dem Level. Echt Wahnsinn. So, jetzt öffnen wir mal die ganzen Türen, weil es so viel Spaß macht. So, also es ist auf jeden Fall ein Relais. Ich habe keine Ahnung von Technik. Das habt ihr wahrscheinlich mittlerweile schon gemerkt. Und jetzt habe ich, glaube ich, alle Türen offen. Und dann kann ich wieder gehen. Und zwar hierhin. Und wieder darüber. Und wenn es ist jetzt kein Chip, bestimmt irgendwas anderes. Chip, ich habe recht gehabt. Dasselbe Ding wie vorhin, sehr einfallsreich.
Also ihr seht, man läuft wirklich nur von einer Stelle zur anderen, um irgendwelche Sachen aufzuheben, irgendwelche Sachen zu betätigen, irgendwas einzusetzen. Das ist ein Hin- und Her-Hopse hier in dem Level, das ist echt Wahnsinn. So. Gehen wir wieder aus dem Wasser raus, aus dem kühlen Nass, wo ich jetzt ehrlich gesagt auch sehr gerne drin wäre, weil wir haben draußen 34 Grad. Aua. Es ist der 20. Juni. Vielleicht erinnert ihr euch, 20. Juni 2013, haha. Mit Sicherheit nicht, da war es auf jeden Fall sehr heiß hier. Nach einem sehr langen und kalten und nassen Frühling. Aber das passt jetzt nicht hierher. Was war das? Wo kommst du her? So, man kann sich jetzt nicht so gut bewegen dabei, das ist das Doofe an dem M16. Der Gegner ist wieder in der Wand gestorben. Ich nehme jetzt die Uzis. So, und gucken mal, was hier ist. Oh, das wollte ich nicht. Aber ich habe mir nichts getan. Deswegen ist mir das recht so. So, jetzt sind wir da, wo ich gesagt habe, dass wir aufpassen müssen. Weil die hier die Rampen hochlaufen können. Und dann hinterlassen wir uns die Medipacks auf den Rampen. Ihr seht, man rutscht ab. Und kann dann nicht die Sachen aufheben. So. Aha. Hier liegen noch Pfeile rum. Wunderschön, freut mich natürlich sehr. Wieder im Doppelpack. Könnt mal M16 Munition im Doppelpack dahinlegen, aber das machen die natürlich nicht. Nur mit dieser schrottigen Munition machen die das. Ist hier was drauf? Nee. Die gönnen uns doch schon wieder nichts. Und da hinten liegt auch nichts rum. Meine Güte. So, was ist denn hier? Ja, hier bin ich hergekommen. Oder bin ich hierher gekommen? Ja, ich bin hierher gekommen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder darüber. Und da rein. Wie viele Geheimnisse habe ich eigentlich? Zwei. Genau, ich habe jetzt eigentlich eine Woche nicht mehr gespielt, deswegen habe ich es nicht mehr in Erinnerung. Eine verschlossene Tür, die sich, glaube ich, auch nie öffnen wird. Soweit ich weiß. Deswegen gehen wir hier runter. Ins kühle Nass und klettern da wieder raus. Da war einmal nass geworden, wie in so einem Kneippbecken. Blut oder Antwort, welches davon ist mir egal, soll er doch beides ausspucken. In Ordnung, Marco, willkommen an Bord. Was willst du? Na komm schon, willst du den Stock spüren? Also sag endlich, wo im Kloster sollen wir suchen? Was meinst du, Bruder? Ihr habt gehört, da war eine Sequenz. Deswegen habe ich aufgehört zu reden. Da kommen Gegners. Du brauchst so viele Schüsse auf einmal. Naja. So, das Level ist nämlich jetzt hier auch bald zu Ende. Die hinterlassen uns, glaube ich, nichts mehr genau. Sterben nur wieder an der Wand. Oder in der Treppenstufe, hier muss ich aufpassen. Sage ich euch auch gleich warum. Ja, wieder ein sehr schöner Tod. Unten schauen die Füße raus. Nee, ich sing jetzt nicht. Was ist hier oben? Hier kamen wir rum. Da war ich noch nie oben. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt hoch kann. Ich probiere es jetzt einfach mal. Kann man da hoch? Hätte ich mal was Neues entdeckt hier. Naja. Ich glaube nicht, dass man da hoch kann. Man muss jetzt auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht zu dem Mönch da hingeht. Sondern hier außen rumläuft, wenn wir das letzte Geheimnis noch haben wollen. Und zwar liegt hier noch der goldene Drache drin. Und ich hoffe nicht, dass wir jetzt vier Harpunenpfeile finden. Aha. Uzi-Munition. Sehr schön. Ich hätte jetzt echt so einen Kack wie Harpunenpfeile oder so erwartet. So. Ich sag jetzt viel Spaß mit der Vorschau. Und da wird es auch wieder irgendeine Vorschau geben, die ihr nicht sehen könnt. Die kann ich irgendwie nicht aufnehmen. Naja, werdet ihr dann sehen. Also, ich gehe mal hin zu dem Mönch. Oh, Sie, keine von denen? Aber Sie sind ein Mönch. Bruder Chang aus Berkang. Du willst mich holen? Da war ein helles Licht um mich herum. Das waren Schüsse. Und ich denke, es waren eher die anderen, die davon mitgenommen wurden. Aber du bist doch meine Führerin, meine Wegbereiterin zum nächsten Leben.
Meine Zeit hier ist um, nicht wahr? Was tun Sie hier, zusammen mit Marco Bartoli? Nichts. Habe ehrliches Leben geführt. Nur wegen notwendigem Übel hier. Wie mein Vater vor mir, als er Jennys Schiff hier bombardiert und versenkt hat. Jetzt bin ich hier, war hier, um zu verhindern, dass sein Sohn den Seraphen findet. Den Seraphen? Du kennst mein Lebenswerk doch kaum. Du bist doch wirklich nicht ihretwegen hier? Die haben ihre besten Zeiten hinter sich. Sie wollen den Seraphen, um damit einen bösen Schatz freizulegen, den wir in unserem Kloster in Tibet hüten. Vor Jahrhunderten ist uns der Schlüssel von Vagabunden gestohlen worden. Seither haben wir keinen Schlüssel zum bösen Schatz mehr. Verließen uns nur auf unsere Gebete, um ihn zu bändigen. Dann ist der Okkultist Gianni B. in seinen Besitz gelangt. Furchtbare Folgen. Er hat einem uralten Glauben wieder Leben eingehaucht, der durch noch so viele Verbeugungen nicht aufgehalten werden kann. Und jetzt ist er wieder hier. Marco, vom Wahnsinn befallen. Sein Geist ist gewalttätig, hat aber noch nicht die Macht, seine Gelüste zu befriedigen. Also mussten wir erneut zu den Waffen greifen. Die wahren Teufelsaustreiber. Wohin willst du mich denn bringen? Und ich dachte, meine Zeit ist gekommen. Aber eine Veränderung ist wohl ebenso gut. Ich brauche Ruhe. Ja, wir haben das Level geschafft. Die Tiefe haben 2,5 BD-Wax verbraucht. Naja, ging eigentlich. Und 3 Geheimnisse gefunden. Ja, ich habe mir gedacht, so während der Vorschau, ja, Lara zieht sich mal was anderes an. Das wurde aber auch wirklich mal Zeit. So, wir kommen ins nächste Level. So, die Sequenz von eben konnte ich jetzt nicht aufnehmen. Ich habe sie selber nicht sehen können. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall im Level 40 Faden, nennt sich das. Und ja, wir sind jetzt abgetaucht hier mit diesem U-Boot. Und sind jetzt hier unter Wasser gestrandet. Und da würde ich sagen, geht's dann weiter in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.